Herzlich willkommen zum European Circle Report. Am Montag vergangener Woche haben die Euro-Finanzminister Spanien ein höheres Defizit eingeräumt. Statt der ursprünglich geplanten 4,4% darf sich das Land in diesem Jahr um 5,3% der Wirtschaftsleistung verschulden. Auf dem jüngsten EU-Gipfel erklärte der spanische Premierminister Mariano Rajoy, dass seine Regierung die von Brüssel verordneten Defizitziele für 2012 nicht einhalten könne. In diesem Jahr werde ein Schrumpfen der spanischen Wirtschaftskraft um 1% erwartet und fast jeder vierte Spanier sei arbeitslos. Die Regierung in Madrid erwarte in diesem Jahr ein Haushaltsdefizit von 5,8%. Der jüngst verabschiedete Fiskalpakt soll die EU-Länder insgesamt zu mehr Haushaltsdisziplin zwingen. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage in Spanien traf man jetzt jedoch eine Ausnahmeregelung für das Land. Die Haushaltszahlen der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sehen schlechter aus als ursprünglich geplant. Im vergangenen Jahr wollten die Spanier die Neuverschuldung bereits auf 6,5% der Wirtschaftskraft reduzieren. Bisherigen Berechnungen zufolge landeten sie jedoch bei 8,5%. In Brüssel fürchtet man nun, dass der Maastrichter Referenzwert von 3% Neuverschuldung, der für 2013 angesetzt war, nicht erreicht werden könne. Die spanische Regierung versicherte allerdings, dass man das Ziel im nächsten Jahr erfüllt haben werde. Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker sprach im Anschluss der spanischen Regierung sein Vertrauen aus. Wir gehen davon aus, dass Spanien sein Haushaltsziel für 2013 erreichen wird. Skeptiker fürchten, dass man auch im folgenden Jahr das Defizitziel erneut anheben werde und somit das auf dem Maastrichter Vertrag basierende Ziel auch weiterhin nicht erreichen werde. Die erneute Inkonsequenz Brüssels könne außerdem den Eindruck entstehen lassen, dass trotz verschärfter Verträge Ausnahmen geduldet würden. Dies führe unter Umständen zu einer weiteren Verunsicherung der Finanzmärkte. Derzeit befinden sich 13 der 17 Euro-Länder in Defizitverfahren. Die Anhebung des Defizits ließ nun auch in anderen EU-Ländern wie den Niederlanden eine Forderung nach mehr Zeit für die Haushaltskonsolidierung laut werden. Der Handelskonflikt mit China geht weiter. Nach der erfolgreichen Klage bei der Welthandelsorganisation WTO gegen Chinas Ausfuhrbeschränkungen für Rohstoffe im Januar haben die EU, die USA und Japan nun eine weitere Klage gegen Chinas Exportbeschränkungen für seltene Erden eingereicht. Nach den USA und Japan reichte am Dienstag vergangener Woche auch die Europäische Union Beschwerde vor der Welthandelsorganisation in Genf gegen China ein. Damit sollen die Exportbeschränkungen für seltene Erden zu Fall gebracht werden. Seltene Erden werden für die Herstellung von Hochtechnologien wie Smartphones oder Windkraftanlagen benötigt. Rund 95% der weltweiten Förderung stammen aus China. Damit besitzt das Land aber nur ein Drittel des Weltvorkommens. Die kostbaren Rohstoffe waren bisher stets günstig aus China zu importieren, weshalb andere Länder seit den 90er Jahren die aufwendige und häufig umweltschädliche Produktion weitestgehend eingestellt haben. China änderte allerdings seinen Kurs und belegte die Rohstoffe mit Ausfuhrbeschränkungen und Exportzöllen. Die Begründung seitens der chinesischen Regierung ist die Konsolidierung der Industrie, die Verringerung von Umweltschäden und die Beschränkung einer zu exzessiven Förderung. Kritiker werfen China vor, die Preise auf dem Weltmarkt in die Höhe zu treiben und dadurch der heimischen Industrie einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dem Konflikt um die seltenen Erden ist bereits ein ähnlicher Streit um Exportrestriktionen von anderen Spezialrohstoffen vorausgegangen, den die USA und die EU im Januar diesen Jahres für sich entscheiden konnten. Dieses Urteil der WTO gilt im Fall der seltenen Erden als wegweisend. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.